Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Green Hell. Wie immer mit meinem Kumpan Juli hier. Hallöchen. Und ich... mein Plan für diese Folge ist nochmal exakt das gleiche, nur in die andere Richtung. Also ich gehe nochmal den Wald erkunden, aber jetzt mal in die andere Richtung, gucken, was es da so gibt. Ja. Ah! Maler Ingo kommt Moment, wieder. Moment. Maler Ingo kommt zurück. Was kommt wieder? Maler Ingo. Wo? Irgendwo hier hinten. Ja, ich folg dir mal. Hinter dem Baum, oder? Ah, ich seh ihn. Soll ich auch werfen oder nicht? Wir sind zu zweit. Wo? Hä? Ist doch nur einer. Da hinten sitzt noch einer. Wo denn? Ja, mach dich einfach bereit zum Schießen, okay? Also ja, ich schieße und ja. du hältst bereit. Ja. Ja, hab ich. Nicht auf den... LOL! Was ist das denn für ein Arsch? Hab ich, der ist tot. Hab ich. Wo ist okay. Der? Der andere ist mit deinem spitzen Speer weggelaufen, wa? Geh hinten, hier. Ja, hier. Ich mach ihn. Der hat einen Bogen! LOL! Juli, weg aus dem Bild! Oder so. Der hat einen Bogen! Geil. Obsidian-Knochenklinge. Obsidian-Knochenklinge. Huiuiui. Hast du deinen Spitzensperr wieder? Ja, der hing da in dem Typen drin. Alter. Okay, der hat nichts Interessantes. Ah, okay, ja, so viel Stress wieder am Anfang. Ist ja wieder ein wunderbarer Start hier in die Folge, ey. Uff. Ich räum die zwei Leichen mal auf. Mach du. Entsorge sie bevor. Nico, alle. Warte mal, komm mal bitte nochmal zurück ins Lager. Ja, was los? Ich wollte dich nur mal was fragen. Nein. Weil du läufst ja jetzt wieder in Richtung unserer Lager, oder? Nee, noch nicht. Was los? Bist du in die Richtung schon gelaufen, wo ich jetzt gerade guck? Ja, von da komme ich doch gerade, Alter. Aber da ist doch die Steinwand. Ich dachte, du läufst in die Richtung hier, die da. Ja, nee, ich wollte jetzt so hier an der Steinwand entlang. Ja, okay, dann mach mal. Aber vergiss nicht, wo unser Lager ist, bitte. Ja. Würde ich doch niemals tun. Nee, nie. Nie. Never. Ich doch nicht. Ach, ein Frosch. Komm. Aua! Oh nee! Das war jetzt kein Big Brain Move. Ich komm mal wieder zurück. War das zufälligerweise ein Dingsfrosch? Ja. Ein Pfeilgiftfrosch. Oh Mann. Hä? Ich komm mal wieder zurück, schmeiß alles runter und falle, dass ich krepiere. Nee, jo. Sag bloß, du weißt nicht, wo unser Lager ist. Moment mal, ich bin gerade verwirrt. Da. Wusste ich doch. Wir können übrigens in das Lagerfeuer auch große Stöcke wieder reinmachen, dann geht die Flamme auch wieder nach hinten. Okay. So, ja, da ich eh ziemlich sicher sterben werde. Oh mein Gott, was ist das für ein Viech? Wo? Das ist ein Wasserschwein, oder? Das ist dieses Wasserwildschwein da. Das ist wieder ein Wasserwildschwein, ja. Liegt jetzt hier. Wunderschön. Ja, schmeiß mal die ganzen Sachen aus dem Inventar. Ich nehme mal hier den Mensch hier aus. So wie es sich gehört. Hey, lol! Frosch! Der Frosch läuft hier weg? Ich glaub's ja nicht.
Ja, aber nicht, dass es der dieser Giftfrosch ist. Ja doch, das war dieser Giftfrosch. Hab ich doch gesagt. Ja, nicht nehmen. Ja, danke. Das weiß ich jetzt mittlerweile auch. Ja, bitte. Scheiße, wo ist denn jetzt der Typ? Da. Wie kann ich... Hä? Ah, hier. Weg damit, weg damit, weg damit. So. Liegt alles auf dem Boden, was ich hab. Mhm. Nee! Oh ja, okay, die Stöcker sind jetzt nicht schlimm. Toll, jetzt haben wir den Frosch hier im Lager. So, tschüss. Tschö. Ja. Getötet oh Mann, durch Gift. Ey. Den Rauch sieht man von weitem. So, und weil es so schön ist, wieder alles aufsammeln, oder? Alles wieder aufsammeln? Den Speer nehme ich mit. Mein Kokosbidon. Und 2 Stück Fleisch. Den Rest lässt du liegen, oder? Ja. Wow. Was hier liegen bleibt, kann ja nicht verloren gehen. Nimm mal. Ich nehme noch gerade gelb. Ich bin ja gerade neu gespawnt. Nimm mal ein paar Bananen mit. Ja. So. Ich meine vom Rest. Sie ist aufhört dort. Ich meine vom Rest gibt's da jetzt nichts was. Gut, gut, gut. Nüsse werde ich irgendwie unterwegs noch finden. So, in welche Richtung wollte ich jetzt? Hier, so. Hier lang. Ja. Ich nehme den zweiten Menschen hier mal noch schnell aus. So. Mensch. Viel passiert in den ersten 10 Minuten. Das ist unglaublich. Ja. Immer wieder. Gleich am Anfang der Folge. Wir bringen halt die ganze Action am Anfang. Und danach ist die Folge langweilig. Ich sag doch sowas nicht. Das ist halt gut für... Ja. Dann haben die Zuschauer gleich das Spannende am Anfang und... Eigentlich können wir das, doch das Schwein doch so lange da liegen lassen, bis wir das Fleisch brauchen und dann auseinandernehmen. Ich glaube, irgendwann zerfällt es einfach und dann kommen da die Knochen nur noch raus. Aber ja... Da, ich glaube, so hält's. Okay. Ich glaube, so hält's irgendwie, aber länger. Wäre jetzt mein Guess gewesen. Keine Ahnung. Hast du dein Fleisch vergessen? Ich habe ein Stück Fleisch mitgenommen, aber nicht alles. Okay, weil hier lagen noch 2. Ja, ich habe ein Stück Fleisch mitgenommen, aber nicht alles. Okay. Geil, ich könnte noch 2 Wildschweine mitbringen. Hast du denn 2 Wildschweine gejagt gerade, oder was? Nee, aber die standen gerade vor mir. Ah. Einfach ausgenutzt. Immer schön an der Felswand hier entlang. Bin ich jetzt? Lol, ich bin an meinem Kreis gelaufen. Geil. Ich dachte gerade so, oh Moment mal, da ist hell. Da gibt's was zu sehen und dann bist du nur du's. Schmutz. Oh Mann.
Ja, lauf mal wieder. Tschö. Ja, ja, ich laufe jetzt in die andere Richtung. Jetzt hier auch nach dahin. Ist gerade eine Nussrunde gefallen. Ja, hier auch gerade. Unbekannte Nuss. So. Jetzt halte ich mich an dieser Felswand hier. Würde auch bestimmt was bedeuten, dass das Wasser so schön klarblau ist. Aber ich gehe das Risiko jetzt gerade mal nicht ein. Na, da sind wieder nur Pilze auf dem Felsen. Oder? Solange ich nicht gleich irgendein Rrrr von hinten höre, ist ja eigentlich alles cool hier, wa? Mhm. Oh, ich schau, ja. So, jetzt haben wir erstmal ein bisschen Fleisch. Kohle. Lass mich hier raus. Okay. Was los? Oh, ich hab grad einen Wurm von hinten gehört, aber es ist tot. Alter. Oh. Was geht denn hier? Mein Herz. Ameisenhaufen, nee. Wie will aber hier, dass wir hier viel Fleisch haben, oder wie verstehe ich das? Ja, ich habe ja auch überall noch Tiere, aber. Ja, aber also. Sind drei Jaguars innerhalb einer Stunde, das hatten wir ja. Ja, gut, okay, das. Hallo, Schwein. Und solange man nicht irgendwie von einer Schlange gebissen wird oder aus Versehen einen Giftfrosch aufnimmt, ist er auch eigentlich ganz, eigentlich ganz entspannt. In Ordnung. Geht eigentlich alles klar. Ey, lass mich das hier hinmachen. Neuer Eintrag, leere Gussform. Okay. Die Schmiede kann nur mit Kohle gefüllt werden. Ah, okay. Da brauchen wir Kohle. Jetzt wissen wir, für was wir Kohle brauchen. Ich höre es ja schon wieder rumlaufen. Okay. Alter, willst du mich verarschen? Nochmal ein Jaguar? Ja. Ich gähne. Oh oh. Oh oh. Was ist los? Hallo? Wie viele Schläge brauchst du? Alter. Wie viele Egel hast du auf dem Arm? Ja. Was ist denn hier mit meinem Speer weggelaufen? Muss ich mir hinterher laufen? Das ist nur so gut.
Ich habe eine Wunde. Ich habe aber kein Monalia-Blatt mehr. Hast du auch nicht, wa? Nee. Scheiße. Ja, dann sterbe ich mal, wa? Mach du. War schön hier. Hast du einmal in der Hängematte geschlafen? Ja. Okay. Ja. Ich denke mal, wirklich mit dem, auch, also, tschüss. Mit dem, was ich habe, werde ich auch einfach jetzt irgendwie gucken, irgendwann mal hier zu sterben und so zurückzukommen. Mhm. Mhm. Klingt nach einem guten Plan. Klingt nach einem guten Plan, ja, wollte gerade sagen. Ich sammle mal dein Sach hier auch auf, weil ich bin direkt neben dir gestorben. Weil ich bin mittlerweile einfach so lang hin und her gelaufen, ich weiß nicht, ob ich wieder zurückfinde. Oh Gott. Ja gut, ich könnte ja die Koordinaten sagen, wa? Was? Koordinaten? Lol. Ja. Drück mal F und dann mach Mausrad. Ja. Aber die bewegen sich bei mir irgendwie nicht. Also. Doch, auf jeden Fall. Bei mir bleibt die ganze Zeit 53 W und 23 S stehen. Ich bin bei. Hallo du? Jaguar? Kann ich dir. Nee, Krokodil. Was? Oder wie es richtig heißt, schwarzer Kaiman. Oder so. Hast du es kaputt gemacht? Ja. Speer reingeworfen und passt schon. Okay. So, jetzt suche ich noch Steine, um eine Klinge mir zu machen. Und es auseinanderzunehmen. Bleib hier liegen, okay? Lauf nicht weg. Bist da tot, aber lauf nicht weg. Wie schnell verderben denn Pilze bitte? Ich bin gefühlt alle 2 Minuten am Pilze rauswerfen. Als wenn ich jetzt einfach nirgendwo einen Stein finde. Das ist immer so. Man sucht, man findet keinen. Aber wenn man keine braucht, dann sind sie überall. Ja. Na, dann bleibt das Krokodil halt da hinten liegen. Hat er Pech gehabt. Ich esse mal ein Klapperschlangenfleisch. Oh Gott, das bringt ja gar nichts. Klapperschlange. Also Klapperschlange müssen wir nicht töten. Ja. Okay, jetzt. Wow, also ich bin jetzt ewig weit gelaufen und aus 53 W 23 S wurde jetzt 20 S. Also das ist, scheint mir sehr ungenau zu sein. Das macht ja auch Sinn. So oft ändert sich das ja auch nicht. Oder? Ach. Alter, ich werde irgendwo einen beknackten Stein finden, oder? Oh. Juni, soll ich mal rüber auf eine andere Insel schwimmen? Was für eine andere Insel? Keine Ahnung, ich kann hier. Also nicht so einen kleinen Bach, sondern wirklich einen großen Fluss hier. Denke ich mal, überqueren. Okay. Wenn du willst. Bananen! Ich hab ja nicht genug. Verschwinde. Boah, nee, Frosch, du verschwindest bitte auch. Ach, warte, Kohle. Oh nein, ich muss mich untersuchen.
Um die Kohle nochmal. Das war tatsächlich Schlammwasser da. Ey, Juli. Ja, bitte. Jetzt wieder so ein Frosch. Ja, nicht aufnehmen, du Held. Du weißt, du findest jetzt schon gar nicht mehr nach Hause. Naja, das ist einfach ein anderer Frosch. Das ist jetzt eine Riesenkröte hier. Nice. Okay, der Ofen braucht richtig viel Kohle. Also richtig viel Kohle. Hallo? Trockenfleisch. Jetzt ein paar Tüten Trockenfleisch. Geil. Und ein Kasten Bier. So, ich schmelze mal Eisen, wa? Lagerfeuer. Was? Ich hab neuen Tagebuch dran. Lagerfeuer? Hast du gerade was entdeckt? Wir haben ein großes Lagerfeuer! Hast du das gerade entdeckt? Ja. Wo bist du gerade? Nimmer! Oh, hier liegt eine Matratze und eine Hängematte. Und eine leere Dose. Ja. Wo bist du? Das ist eine rostige Machete. Eine Dose. Eine Tasche. Eine Tasche mit einem Snack drin. Was hast denn du gefunden, bitte? Und ein paar Bierflaschen oder so. Keine Ahnung, so eine 8. Ehemaliges Fischercamp hier. Geil, eine Auto. Okay. Ein Autorücksitz zum Schlafen. Und du fragst dich noch, was wir noch machen können in dem Spiel. Boah, das erste Mal, dass ich einen Vogel sehe, der nicht tot ist. Geil, die sogar fliegen. Sonst liegen sie immer nur am Boden und sind tot. Okay, Moment. Also es wäre ja. Also es wäre theoretisch ja nicht schlecht, wenn ich mich jetzt hier kurz ausruhen würde. Das Problem dabei ist dann halt, dann habe ich meinen Spawnpunkt hier gesetzt und das möchte ich nicht. Dann komme ich nie wieder zurück. So. Deswegen lege ich mich dann einfach auf den Boden. Hier hat es wenigstens so ein Metallgegenstände schmieden, bitte was? Das hat erstens nicht... erhalte ein Eisenstück, indem du in der Schmiede Eisenerz oder leere Dosen einschmilzt. So, wetten, ich habe Lehmgegensteine, um eine Form zu erhalten. Kombiniere sie mit dem geschmolzenen Eisen und deiner Waffe, um eine Gussform zu erhalten. What? So, was kann man mit einer Machete alles machen? Mit einer Rostig-Machete. Weiß halt nicht, ob die zum Angriff gedacht ist oder zum zur Verteidigung. Ja, das meine ich mit Angriff. Als Angriff oder als Werkzeug? Ja. Achso. Und natürlich habe ich Würmer. Ja, natürlich. Ja. Bornrotgehen? Noch ein Pfeilgiftfrosch, aber diesmal in Rot. Kann ich den aufspießen und dann einen Giftpfeil haben? Stehen geblieben. So. Nee. Pfeilgiftfrosch. Körper. Kann ich den Körper nehmen, wenn er tot ist? Jo, okay. Wenn du diese komischen Frösche da aufspießt, dann kannst du aufnehmen. Ah, okay. Ich geh mal kurz schlafen, weil Energie.
Ich muss die nicht hinlegen. Findest du noch nach Hause? Nö. Also ich würde realistisch nicht sagen. Einfach nur, weil hier genug andere spannende Sachen sind und ich ganz zurück will. Wobei, also ich bin eigentlich nur an der Küste entlang gelaufen, bis da irgendwann das Krokodil kommt, dann muss ich gerade rein an so ein paar gefällten Bäume entlang. Und dann bin ich schon quasi wieder da. Also ich könnte es vielleicht sogar wiederfinden. Wenn ich wollen würde. Wenn wir wollen würden, hätten wir das. Mhm. Habe ich noch trocknetes. Getrocknetes Blatt. Nee. Ich müsste vor allem mal was gegen Parasiten finden. Pilze. Ja, aber welche? Nicht diese gelben. Die... komischen blauen da, oder? Nee, die einköpfigen Orangenen. Einköpfiger Orangen. Also einköpfiger habe ich hier nicht. Oh, okay. Endlich mal ein großer... Halleluja! Jetzt könnte ich mir endlich mal eine Klinge machen, dass ich das noch heute erleben darf. Ich habe leider keine trockenen Blätter. Dann könnte ich ja jetzt sogar ein Tier auseinandernehmen und Knochen mitnehmen. Für gegen meinen Wurm. Das ist ja der Hammer. Ich werde noch überleben hier. Unglaublich. Brauch dich nicht. Wie hast du eigentlich schon wieder einen Wurm gekriegt, nur mal so dumm gefallen? Ja, auf dem Boden gepennt. Warum hast du auf dem Boden gepennt? Ja, weil ich müde war und ein bisschen schlafen musste. Eieieiei. Und wie gesagt, ich wollte mich halt... Würmer. Und wie gesagt, ich wollte mich halt da jetzt nicht in die Matte legen, weil sonst wäre mein Respawn-Punkt hier. Na gut, klar. So, untersuchen. Da habe ich einen Wurm. Und hier nicht. Hier auch nicht. Mann, das war aber eine ruhige Nacht. Nur ein Wurm. Was? Und ich muss mich da mal kurz waschen hier. Waschen. Da kann irgendwas nicht richtig sein. Ich denke aber auch, ey. So, jetzt bin ich wieder ein ganz, ganz sauberer Junge. Oh. Boah, will ich da weiterlaufen oder will ich da weiterlaufen? Oder laufe ich jetzt einfach wirklich zurück zum Krokodil, hoffe, dass es da noch da ist und... Sonst, wie sieht's mit der Ernährung aus? Ja, ein bisschen Wasser könnte ich gebrauchen. Na gut, die Blätter werden natürlich nicht trocken, wenn es die ganze Zeit hier regnet. Ja. Hier liegt wieder ein toter Papagei. Oh. Und ich habe wieder ein paar Maden gefunden. Ja. Was man nicht so sucht alles, ne? Oh, neue unbekannte Früchte. Gleich mal essen. Oh. Ah ne, habe ich schon gegessen. Minus zwei Parasiten. Geil, ich bin meine Parasiten los. Alter, ich werde echt nur überleben hier. Ist unglaublich.
Warum sind wir die letzte Folge so oft gestorben, ey? Tja, das musst du dich fragen. Ach, aua. Oh, das war jetzt gar nicht so gut. Egal. Pflanzen schneiden. Ja, dann schneiden wir mal die Pflanzen. Ich glaube, ich mach mich doch mal so auf den Heimweg. Auf dem Heimweg? Ja. Wenn ich es wiederfinden sollte. Und vor allem, es geht mir um das Krokodil. Ich habe jetzt halt eine Steinklinge und ich will das unbedingt wirklich auseinandernehmen. Weil ich bin gespannt, ob ich da mit so seine, diese, ich sag mal, Krokodilshaut bekomme, um mir damit was Rüstungartiges zu machen. Das wäre natürlich interessant, ja. Wow, jetzt habe ich natürlich auch diese schönen orangenen, einköpfigen Pilze gefunden. Die Minusparasiten haben. Mega. Jetzt, wo ich andere Früchte gefunden habe, die auch antiparasitäre Eigenschaften haben. Oh, jetzt habe ich wieder Igel. Nie hat man hier seine Ruhe, ey. Na, nicht hier, dann da. Was? Wie kann ich Igel am Arm haben, wenn ich mit den Füßen im Wasser war? Fragen über Fragen. Aber ich stehe. So, mach ich mich noch auf Tour? Nee. Versuchst du noch herzukommen? Ich würde sagen, das versuche ich dann nächste Folge. Okay. Oh, ich habe getrocknete Blätter. Moment. Alter, ich dachte, da ist schon ein Jaguar von mir. Leck mir die Eier. Moment, das möchte ich noch schnell machen. Ja, Sigi, kein Thema. Anzünden. Warum kann ich den nicht? Warum kann ich den nicht aufheben und mitnehmen? Das wäre deutlich interessanter. Also so eine aufrollbare Campingmatratze, Mann. Ich will die aufnehmen und mitnehmen. Dann haben wir zwei Schlafplätze. Unser Eisen schmilzt gerade. Ich bin gespannt, was da jetzt rauskommt. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich würde mal ganz wild raten, Eisen. Ja, Alter, das Viech gerade läuft auf mich zu, steht 2 Meter vor mir, erschrickt sich, läuft rennend davon. Ah, läuft rennend davon. Ah ja. Ja, auf jeden Fall. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Wenn es euch gefallen hat, lasst es uns gerne wissen. Ansonsten bis dann. Ciao. Tschüss.